Was geht, meine lieben Freunde? Risen 2 am Start. So sehen wir aus. Ich weiß nicht mehr, wie es normal ist. Also, willkommen zurück. Wir sind... Gerade nicht. Kannst du bitte deine Muskete mal richtig in die Hand nehmen? Oder ist die am Handschuh festgeklebt? Also, wir sind in die Bucht von Maracay gefahren. Und haben mit Valdez geredet. Seht ihr das an, Captain? Die Kanonen sind genauso ausgerichtet, dass sie die Schwachstellen deines Schiffes treffen würden. Ich bin noch nicht gut genug. Scheiße! Du nimmst deine Aufgabe wohl sehr ernst, ha? Natürlich. Ich muss immer auf alles gefasst sein. Aber ich feuere nur auf Leutnant Valdez' Befehl. Ich könnte dir die Augen nehmen, ohne dass du es merkst. Na na, wie soll er da noch zielen? Ganz unter uns. Ich glaube nicht wirklich, dass du eine Bedrohung für uns bist. Ach, und warum nicht? Valdez hätte dich nicht durchgelassen, wenn es so wäre. Naja, es sei denn, er will dein Schiff kapern, wenn du unterwegs bist. Ha, du meinst so, wie ihr Garcias Schiff gekapert habt? Ja, mach dich nur lustig. Immerhin haben wir ihn in die Flucht geschlagen. Ich verstehe mich im Umgang mit Geschossen. Früher in Caldera habe ich schon so manchen Piraten verjagt. Sonst hätten sie mich ja nicht mitgenommen. Welche deiner Kanonen ist eigentlich die beste? Ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Na, ist ja auch nicht so wichtig. Zack. Kannst du mir was beibringen? Klar. Aber das kostet eine Kleinigkeit. Ich find's aber schön, wie Chani auch einfach nur sagt, so, ich könnte dir die Augen nehmen, ohne dass du es merkst. Direkt wieder! Du Wichser. Zeig mir ein paar Tricks, die mich härter machen. Klar, was willst du denn wissen? Oh, härter. Schnittverletzungen. Du warst Kanonier in Caldera? Die letzten Jahre schon. Aber ich wollte schon immer auf eine Expedition fahren. Es ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann werden wir hier unsere eigene kleine Stadt errichten. Okay. Erzähl mir von der Schlacht mit Garcia. Wir haben großes Glück gehabt, dass Leutnant Valdez zuerst die Kanonen an Land gebracht hat. Der alte Fuchs hat schon gewusst, dass wir nicht lange alleine bleiben. Dummerweise hat Garcia unserem Schiff eine volle Breitseite verpasst. Aber ich habe ihm eine Kugel genau vor den Bug geschossen. Noch einen Moment länger und ich hätte ihn versenkt. Garcia kriegt schon noch seine Breitseite. Ja. Und darauf freue ich mich schon. War ein gutes Gespräch. Wie haben die denn eigentlich abgeknallt, wenn das Schiff auch so dastand wie jetzt unser Schiff? Ja, dann ist... Wo willst du da vorbeischießen? Wäre doch klüger, auf dem Schiff die Kanonen zu haben, und zwar in die andere Richtung. Dann hätte man von dem Schiff aus die anderen abballern können. Aber, hey, was weiß ich schon. Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Es ist schließlich sein Verdienst. Ja, mit dem haben wir schon geredet. Kann ich mich bei euch ausrüsten? Naja, viel haben wir nicht mehr. Du siehst ja die Sauerei unten am Strand. Rede mal mit Mercutio. Er verwaltet die Sachen, die wir retten konnten. Du findest ihn im Tempel. Hast du eine Karte dieser Region? Nein, leider nicht. Aber Kommandant Corrientes hat eine Karte aus den Archiven von Caldera mitgenommen. Du kannst ihn danach fragen, wenn du ihn findest. Toll. Ich suche einen Piraten namens Harlock. Harlock? Nie gehört. Aber ich habe vor kurzem einen Indio gesehen, der sich ebenfalls über Piraten beschwert hat. Er war am Anfang des Dschungels zu finden, wenn du weiter ins Inland gehst. Werd mich mal umsehen. Was mir gerade auffällt, das könnten wir schon lernen. Kannst du das? Unterrichte mich im Degenkampf. Was soll ich dir zeigen? Ja. Ich will schwere Konterattacken ausführen können. Du hast mittlerweile genug Erfahrung, um deine Konterangriffe zu verbessern. Du musst deine Klinge mit mehr Übersicht ins Ziel lenken. Wenn du verwundbare Stellen findest, werden deine Gegenangriffe effektiver. Super. So, wir haben jetzt schon seit Tagen nichts mehr von der Expedition gehört. Kommandant Corrientes ist ein fähiger Mann. Sie werden ihre Gründe haben.
Vielleicht sind sie schon alle tot. Sie werden schon einen Weg durch den Dschungel finden. Vor dem Ende der Welt kann man nicht fliehen, egal wie weit wir fahren. Du bist erst tot, wenn du aufhörst, dich zu bewegen. Cooles Gespräch. Was mich schon immer geärgert hat, ist, dass man hier nicht hochkommt. Es wird Jahre dauern, bis der Dschungel für Zivilisierte bewohnbar ist. Dass man da nicht hochklettern kann, das triggert mich richtig hart. Was? Wie kommst du hier rein? Ich plündere jetzt diesen Tempel. Lass die blöden Sprüche. Du siehst ja, was hier los ist. Unsere ganzen Vorräte liegen im Meer oder am Strand verstreut. Jederzeit könnte uns irgendwer oder irgendetwas angreifen. Und ich versuche, die ganzen Sachen in Ordnung zu bringen, die uns geblieben sind. Ja, scheiße gelaufen. Kann ich was bei dir kaufen? Ich weiß nicht recht. Vielleicht, wenn du mir einen Gefallen tust? Und was wäre das? Unten am Strand liegen noch einige Vorratsfässer herum, die nicht zerbrochen sind. Wenn ich noch weitere 6 Fässer kriege, habe ich genug Sachen, um mit dir zu handeln. Okay. Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Ach, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Eine Reise in ein fernes, grünes Land, haben sie gesagt. Ein Land, das die dunkle Welle verschont hat. Also dachte ich, das wird ein tolles Abenteuer. Berge voller südländischer Früchte, Lagerfeuer am Strand und wenn wir zurückkehren, sind wir Helden. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße fest. Du bist aber auch schön blöd. Ich besorg dir deine Fässer. Das wäre mir eine große Hilfe. Wir sagen das jetzt einfach trotzdem. Wir kommen doch auch ohne die Fässer ins Geschäft, nicht wahr? Na gut. Ich habe noch genug Ware, um mit dir handeln zu können. Aber auf lange Sicht werde ich die Fässer trotzdem brauchen. Zeig mir deine Ware. Das war ja dämlich. Eleganter Krummsäbel. Okay. Ja gut, also besser als unser Seelenrufer wird's jetzt erstmal nicht. Brandöl. Er hat die Kanonenkugel. Und den Duelldegen. Das ist ja scheiße. Ein bisschen was wert. Zack. Mitgenommen. Verkaufen. Plunder, bitte. Guck mal. Du kannst eine Rassel haben. Hammer, weiß ich gar nicht, ob wir die brauchen. Aber du kannst auch Schale, Goldteller, Affenstatue, Schale, Karaffe, Silberpokal. Den ganzen Mist kriegst du für lau. Jetzt gucken wir noch mal, was er hier alles hat. Grog. Da oben ist ein Säbel. Da ist ein Wasser. Pulverfass. Weiß nicht, rentiert sich dafür, mit ihm zu kloppen? Oh, hier ist eine Kiste. Guck mal her. Hat er nicht gesehen. Ein bisschen dämlich, wie langsam die laufen. Aber naja, mein Gott. Was soll's? Da ist ein Truthahn. Weg mit den Truthähnen. Wir brauchen Fleisch. So. Muschel. Ab jetzt geht die Sammlerei wieder los. Wieder jeden Scheißdreck mitten im Dschungel einsammeln. Gaganuss. Ich weiß nicht, das mit diesen Gaganüssen habe ich nie wirklich benutzt.
Weil die gefühlt immer zu beschissen sind. Chance auf K.O. Diese Chance ist, glaube ich, so gering. Ich habe es noch nie geschafft, dass einer K.O. gegangen ist. Tawongahike. Guck mal, mit dem Ritualmesser können wir auch Federn abnehmen. Viele Trümmer, aber auch Treibgut. Wir sollten alles mitnehmen, was hier rumliegt. Oh, ist jetzt nichts Neues, ne? Vorratsfass. 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 Als ob wir den Scheiß nicht mitnehmen würden. Eigentlich wäre es viel klüger, wenn der Held die einfach mal aufmacht und guckt, was da drin ist. Und dann kann er ihm die Reste geben. Können wir das aufschießen? Oder bleibt der zu? Ich weiß es noch nicht. Zurück mit dir! Ja! Mein Gott! Moment. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du jetzt genau vorhast. Wir suchen Corrientes Expeditionstrupp. Okay. Expedition. Nennt die Inquisition ihre Raubzüge jetzt so? Warum willst du sie unbedingt finden? Garcia ist doch viel wichtiger. Geduld, Chani. Garcia ist Corrientes auf den Fersen. Finden wir Corrientes, finden wir auch Garcia. Ein Räuber jagt einen Verbrecher. Ich bin dafür, wir töten sie beide. Hm. Kennst du dich hier aus? Nein, aber ich kann die Spuren lesen, die deine Freunde hinterlassen haben. Corrientes rennt mit seinen Leuten durchs Unterholz wie eine Herde Rinder. Es ist leicht für mich, sie zu finden. Ich werde helfen, wenn ich kann. Chani ist einfach 10 von 10. Viel besser als Patty. Viel größere Hilfe. Die Expedition ist hier durchgekommen. Doch waren sie sich nicht einig. Viele Gefahren in diesem Dschungel. Was schlägst du vor? Viele Fragen, nur wenige Antworten hier. Wir müssen weiter. Die Spuren sagen, sie haben sich aufgeteilt. Einige von ihnen sind hinauf Richtung Osten. Keine gute Idee. Die anderen gingen weiter nach Süden. Was ist da oben den Weg rauf? Ich rieche Gefahr. Wilde Tiere. Große Tiere. Was ist im Westen? Kann ich nicht sehen. Keine Spur führt nach Westen. Keine gute Idee. Wir gehen weiter. Gute Idee. Okay, das war jetzt wieder ein bisschen seltsam. Tabunga Taraka, sei gut. Ja. Dein Geist ist frei. Nein. Nur ein Biest. Nur ein Biest. Ogucho, Halima Gucho, Kabuki Bambule. Was ist los? Habib braucht Hilfe. Kabuki, sie kommen und überfallen den Habib. Was ist denn überhaupt passiert? Habib war auf der Jagd. Da kamen sie aus dem Gebüsch. Sie haben mir auf den Kopf geschlagen und meine Jagdbeute gestohlen. Ich brauche sie zurück, Gucho. Sonst kann ich nicht nach Hause. Was ist ein Jäger ohne Beute? Kennst du vielleicht einen Piraten namens Harlock? Ja, Gucho. So nennen sie ihren Anführer. Er hat mir das Fleisch gestohlen. Ein Koch, der Eingeborenen das Fleisch klaut? Klingt wie ein schlechter Witz. Was? Schon gut. Wo sind die Piraten, die dich überfallen haben? Folge dem östlichen Weg den Hang hinauf. Du findest sie auf der anderen Seite der Brücke. Ich werde dir deine Jagdbeute wieder beschaffen. Oh, ich bin so erleichtert, Gucho. Aber bereite dich gut vor. Sie sind hinterhältig und stark. Lass das mal meine Sorge sein. Warum geht er denn nicht mit? Wenn sie doch hinterhältig und stark sind. Der Habib. Wollen wir da schon hoch? Ich weiß noch nicht. Oh, One-Hit.
Zusammen. Hat er sich gedacht, der Panther? Ja, hab ich mir auch so gedacht. Stopp. Runter von Chani. Panther-Tatze. Man kann die Leiche nicht anklicken. Oh. Irgendwelche Vorschläge? Die Marakai haben ein reiches, weites Land. Das sollten wir erkunden. Ich kann die Leiche wieder nicht anklicken. Dass sie so einen Scheiß nicht gepatcht haben. Das hat... Bei Release hat das funktioniert. Ich sag's euch. Und dann nicht mehr. Die haben irgendwas gepatcht und dann hat es nicht mehr funktioniert. Und seitdem haben sie es auch einfach nicht wieder rausgenommen. Service für den Arsch. Frechheit. Chani, nicht fliegen. Bitte laufen. Guck mal, also heute läuft's. Wir haben richtig, ne? Wir kommen voran. So richtig gut. Ich habe da unten schon eine Maki-Beere gesehen. Sonst merken, dass sie da ist. Mit den Tränken müssen wir auch mal noch gucken, ob wir das lernen. Gefühlt waren die Tränke nie so geil. Also so für... Okay, das ist übel. Da kommen wir nicht nah genug dran. Wir nehmen eine Fluchpuppe. Zurück mit dir. Jetzt kommt nämlich der zweite. Aber der Verfluchte macht jetzt keinen Schaden. Weil Fluchpoppen voll OP sind. Ja, komm. Ich will erst den nicht Verfluchten töten. Meine Fresse! Lass mich in Ruhe! Du machst keinen Schaden. Geh weg. Fluchpuppen 10 von 10 OP. Wenn wir davon noch ein paar machen, dann... Dann ist das Game viel zu easy. Können wir Mara verfluchen? Das wäre geil. Ich glaube, das wäre zu krass. Ich habe es noch nie probiert, aber das wäre schon... Du bist so gut wie tot! Ja, ist krass. Ach ja. Der kann nichts! Los, verpass ihm eine! Zack! Zeig's ihm! Oh shit. Der kann nichts! Komm, greif an! Du schaffst es! Los, verpass ihm eine! Chani, du hättest ja heilen können. Mein Gott. Das war ja peinlich. Okay, ich habe auch gespielt. Ich gebe es ja zu, ich habe auch gespielt. Ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich einen verfünfen kann. Ich könnte Voodoo nochmal steigern. Machen wir auch vorher.
Du bist so gut wie tot. Nö, können wir nicht. Los doch! Los! Yo! Kollege! Mach schon! Barney wollte uns gerade heilen. Freundchen. Ich hab geblockt. Ist ja peinlich. Leckeren Schnaps kann man da brennen. Das war ja richtig peinlich. Du bist so gut wie tot. Der kann nicht. Los, verpass ihm eine! Yo! Okay, er hat uns richtig gegönnt. Es hat keinen Schaden gemacht, aber er hat richtig einen rausgehauen. Weil er ihn nicht ausgewählt hat. Kennt ihr... Er schießt mich einfach ab mit der Pistole. Ich wollte gerade heilen. Bei Assassin's Creed, ja? Man drückt auf Kontern und er kontert. Er kontert einfach. Egal. Wie, wer, was, wann. Dir werde ich helfen, Bürschchen. Als ob wir ihn nicht getroffen haben. Das ist dein Ende. Los, verpass ihm eine! Weil er ihn nicht ausgewählt hat. Los doch! Gleich fressen. Los, verpass ihm eine! Zeig's ihm! Oh shit. Er kann nichts! Du schaffst es! Der kann nicht! Natürlich! Diese Pistolen machen viel zu viel Schaden! Warum machen die so viel Schaden? Weil ich nichts gegen Schussverletzungen anhabe, ne? Ich warte halt auch drauf. Zu sterben. Aber so peinlich war es noch nie. Du bist so gut wie tot! Ich meine, gut, im Schnitt läuft man auch immer weg. Schießt wieder drauf. Dann läuft man weg. Dann schießt man wieder. Dann läuft man wieder weg. Dann schießt man wieder. Dann schießt man wieder. Rollt wieder weg. Dann schießt wieder. Und dann schießt man wieder. Und schießt wieder. Und schießt wieder einen ab. Los da! Komm! Jetzt greift er nicht an. Der kann nichts. Los da. Zack! In den Kopf gestochen dreimal. Du Wichser. Hat sich besser verdient, der Arsch. Meine Fresse, ey. Johnny, hä? Das war was. Einst war der Piratenalmanach das wichtigste Buch neben dem Kodex. Er enthält alle wichtigen Geschichten der Piratenraubzüge und die Erfahrung der größten Kapitäne. Heute soll sich der Almanach in Kapitän Stahlbarts Besitz befinden.
Interessant. Es ist einfach so. Ich bin gerade eben wahrscheinlich doppelt so oft gestorben wie sonst im ganzen Let's Play. Das war die gestohlene Beute. Plündern wir das noch? Nee. Moment. So, so, so. Richtig. Ein Proviant. Geil. Jadestein. Na schön. Du hast mich besiegt und meine Jungs getötet. Wir haben ihn gar nicht besiegt. Also was zum buckligen Klabautermann willst du? Ich will Captain Stahlbarts Tagebuch. Was? Stahlbarts? Das habe ich schon ewig nicht mehr. Und selbst wenn, wer bist du, dass ich es dir geben sollte? Ich bin dein alter Kumpel aus der Vulkanfestung. Ich hatte in der Vulkanfestung nur einen Kumpel. Und der ist tot. Moment mal. Jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Du warst doch der Kerl, der mir den Mord an Hemmler anhängen wollte. Nur weil der Mörder mein dreckiges Käsemesser benutzt hat. Aber ich habe den richtigen Mörder noch gefunden. Ja, das hast du wohl. Also, nehmen wir an, ich führe dich zur Schatzinsel. Was bekomme ich dann? Was verlangst du? Pass auf, ich sag dir was. Wir können den Schatz eh nicht heben, ohne Stahlbarts Fallen zu überwinden. Du weißt von den Fallen? Nun, er hat sie in seinem Tagebuch erwähnt. Wenn du seine Hinweise findest und sie mit mir teilst, führe ich uns zur Schatzinsel. Deal? Na schön. Wir sehen uns auf meinem Schiff. Unter Deck ist bestimmt noch ein Plätzchen für dich frei. Ei, Captain. Hier war kein Blaurock. Wir müssen weiter nach Süden, wenn wir die Expedition finden wollen. Alles klar, Johnny. Dann gehen wir zurück nach Süden. Das war ja richtig peinlich, hier so oft zu sterben. Aber da machst du nichts. Manchmal. Er hat gerade eben eine Aktion angefangen. Mit E? Nee, nix. Ha! Wenn jemand richtig schön pausiert. Ja, da stand gerade eben oben irgendwas. Dann bitte schreibt in die Kommentare, was da stand. Das wäre cool. Ich lese es auch, keine Sorge. Die Piraten werden dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich wusste, dass du anders bist, Hoshi. Du kannst dich mit einem ganzen Stamm anlegen. Ja, ja, schon gut. Ja, war einfach. Hier, ich habe deine Jagdbeute. Du hast sie gefunden? Das ist eine gute Nachricht für mich und meinen Stamm. Tawonga, Gucho. Nimm dieses Idol meiner Vorfahren. Es soll dich bei deinen Kämpfen schützen. Cool. Ab zurück auf unser Schiff. Nächste Folge geht's los zur Schatzinsel. Das muss man so früh wie möglich machen. Oh, Gaganuss. La, la, la. Ja, die Muskete immer noch am Handschuh festgeklebt. Diesen Mistkerl Harlock haben wir schon mal. Jetzt wird's langsam spannend. Ah. Wir müssen erst mit Harlock reden. Nee, da ist unsere Kajüte, da ist er nicht. Ich koch uns was Leckeres. Alles klar. Ist er voll oder was? Ich habe Stahlbarts verlorene Tagebuchseiten. Na, das klingt doch schon viel besser. Ich konnte allerdings nur drei Hinweise finden. Eine Tagebuchseite fehlt. Tatsächlich?
Ich weiß nichts von einem vierten Hinweis. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Dann her mit dem Tagebuch, sonst gehst du über die Planke. Ich sagte dir bereits, ich habe es nicht mehr. Ich habe es schon vor langer Zeit verloren. Aber den Weg zur Schatzinsel habe ich im Kopf. Ich zeige euch den Weg und auf der Überfahrt werde ich mir die Hinweise einmal ansehen. Wenn wir angekommen sind, bin ich wieder ein freier Mann. Einverstanden. Die Reise zur Schatzinsel. Kennt ihr den Film Der Schatzplanet? Premium-Film. Gibt's auf Disney. Keine Werbung. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Wir können das jetzt einfach. Da, Schatzinsel. Und dann gibt es hier noch die anderen DLCs, die ich nicht besitze. Okay. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ja, ich sag's einfach mal wieder. Hin und wieder mache ich sowas. Ich freue mich, dass wir werden immer ein, zwei Menschen mehr. Ich finde das gut. Vielen Dank dafür, wer bis hierhin noch angeschaut hat. Ehrenmann, Ehrenfrau, wie auch immer. Ich halte die Schnauze. Wir sehen uns morgen bei der neuen Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.